Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch die Essence Little Xmas Factory LE. Ich habe nämlich von Cosnova ein Testpaket zugeschickt bekommen. Und was sich darin beinhaltet, das würde ich euch gerne zeigen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen. Bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran, denn da könnt ihr dieses gesamte Paket auch noch gewinnen. Also bleibt dran, da erkläre ich euch nochmal die Teilnahmebedingungen. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Das Paket kam so an, also auch schön weihnachtlich designt und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, was sich darin befindet, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier eine Handcreme und zwar eine Super Rich Mini Handcreme mit 25 Millilitern und die sieht so aus. Auch super schön weihnachtlich designt und jetzt probieren wir mal, wie sie riecht. Ich möchte die Produkte jetzt nicht benutzen, weil ihr könnt ja das ganze Paket gewinnen. Und beim ersten Schnuppern kommt mir die sehr bekannt vor. Es riecht ein bisschen nach Kokos. Und da gibt es bei Balea auch eine Handcreme, die ist so orange. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt. Aber kann man wirklich damit vergleichen. Dann habe ich hier ein Lip Tint. Und zwar sieht das so aus. Das ist auf jeden Fall ein Lip Tint. Und die flüssige Lippenfarbe zaubert eine natürliche Frische und färbt die Lippen pink ein. Ja, das ist natürlich auch eine super Idee, Farbe auf den Lippen zu zaubern. Und auch hier gefällt mir das Design wirklich sehr gut mit dem schönen weihnachtlichen Design. Weiter geht's mit einem Schimmer. Und zwar ist das dieses Produkt hier. Das sind so Perlen aus Sternen. Und ja, das sind Shimmering Stars. Und das Ganze kommt so an, also ihr habt hier oben noch so einen kleinen Schutz, damit das nicht alles zerbröselt. Und ja, so sehen die Sterne auch aus. Also sie sind ein bisschen farbig und auch weiß. Und ja, das ist auch ein interessantes Produkt und einer von euch kann sich darauf freuen. Weiter geht's mit einer Lidschattenpalette. Und zwar sieht die so aus, also die gibt es natürlich auch schon alles im Handel zu kaufen. Und das ist jetzt die Farbpalette 01. Es gibt da mehrere. Und mit einem kleinen Spiegel. Und so sehen die Farben aus. Also wirklich sehr weihnachtlich mit Gold, Grün und Braun. Ist natürlich auch sehr passend. Leider kein Pinsel dabei, aber ich denke, jeder von uns hat irgendwie einen Pinsel, um den Lidschatten aufzutragen. Und ja, finde ich auch super interessant. Dann kommen wir zu Nagellacken, die ich allerdings selber behalten würde. Aber wie gesagt, ihr könnt das gesamte Paket gewinnen. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall ein bisschen zurückgeben, dass ihr mich unterstützt. Und deswegen kriegt ihr das gesamte Paket. Und hier habe ich als erstes die 02 Let's Take Elfie. Das ist so ein schöner Schneenagellack, würde ich sagen. Der ist weiß und hat ein bisschen Glitzerpartikel drauf. Und auch hier finde ich das Design wunderschön zu Weihnachten. Dann haben wir noch einen Nagellack drin. Und zwar ist das so ein schöner Goldton. Und ja, passt natürlich auch super zu Weihnachten. Und das ist die Farbe 01 I Still Believe in Santa Claus. Und ja, auch eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Dann haben wir noch einen Nagellack. Und welche Farbe darf zu Weihnachten nicht fehlen? Und das ist grün wie der Tannenbaum. Wie gesagt, hier haben wir so ein schönes dunkles Grün. Ja, das ist die Farbe 04 Meet Me Under the Mistletoe. Und ja, wie gesagt, auch ein schönes Grün für Weihnachten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was in dem Paket enthalten war. Und zwar ist das ein Parfüm und das sieht so aus. Auch sehr schön weihnachtlich gehalten. Und ja, das ist die Richtung 01 ist Magic. Und ich glaube, da gibt es sogar auch noch ein grünes Parfüm von. Und hier hat man 30 Milliliter enthalten und ja, das war das gesamte Paket, was mir zugeschickt wurde, was ihr jetzt gewinnen könnt. Und zwar müsst ihr dafür einfach Abonnent meines Kanals sein oder werden, dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, was ihr zu Weihnachten macht. Und ja, ich schreibe euch auch nochmal alle weiteren Informationen in die Infobox. Schaut da bitte auch nochmal vorbei. Das sind die drei wichtigsten Teilnahmebedingungen, um an der Verlosung teilzunehmen. Und die Verlosung läuft jetzt noch bis Ende November, sodass ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk von mir erhaltet. Und ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!